Schwimmerei geht doch nach Schönefeld. Ja. Da sind zwei Kollegen übrigens umgekommen. Weiß auch keiner. Eine Milliarde extra. Du mal faul, es war Schmutz, du darfst es nicht auf den Kopf fällt. Ja, das wird sicherlich eine sogenannte Arbeitssicherheitsmütze sein. Wahrscheinlich sind die heutzutage schon aus Kevlar, diese Baumützen. Muss ich mir auch unbedingt mal besorgen, so ein Teil. Das ist wie ein Helm wahrscheinlich, ne? Das ist ja irgendwas aus der Raumfahrtforschung oder so. Ja, Streambeam for Global Change ist supported by Castor TV hier vor Ort an der Eastside Gallery. Wir erleben jetzt mittlerweile den dritten Versuch, dieses herausgeschnittene oder freigeschnittene Mauersegment herauszuheben. Also so, ich kann das nicht beurteilen, ich bin nicht vom Bau, nicht vom Fach. Jedenfalls, wie zu sehen ist, findet jetzt der dritte Versuch statt. Jetzt kommen wieder hier Polizisten hin, die wahrscheinlich, denen es wohl nicht passt, wenn hier gefilmt wird oder weil die Leute hier zu nah wieder an der Straße sind. Die hatten uns gerade schon weggeschickt. Ah nein, die sind wegen dem Boot hier. Hier ist gerade ein Boot, ist hier gelandet, gestrandet auf dem Gehweg und die wollen jetzt wahrscheinlich mal gucken, was damit los ist. So, jetzt wird ja, zieht sich an, da wird kräftig dran gerüttelt jetzt an dem Mauerstück, an diesem Segment, was erst freigeschnitten wurde, dieser Engel neben dem Brandenburger Tor. Ja, auch hier jetzt die Radfahrerin, man sieht sie gerade durchs Bild huschen. Also ist also, hier wird nichts abgesperrt, der Verkehr, der darf weiter fließen. Da möchte man nicht, dass es wohl zu Störungen kommt hier im Straßenverkehr. Ihr hört, es ist ziemlich laut hier. Und wir sind hier mittlerweile beim dritten Versuch, dieses freigeschnittene Mauersegment aus der Mauer rauszubrechen, aus der Eastside Gallery hier in Berlin zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße. Und Tischchen.
Ja, wir sind hier beim mittlerweile dritten Versuch, dieses Mauersegment herauszubrechen. Hier in der East Side Gallery in Berlin. Ja, wir dürfen leider nicht näher ran aus Sicherheitsgründen, während, wie man sieht, der Verkehr ungehindert beidspurig da an der Baustelle vorbeigeführt wird. Jetzt wird da nochmal eine Leiter angestellt. Wahrscheinlich ist wieder mal eine Schraube locker, so wie gerade. Ja, direkt hinter mir wird jetzt gerade auch eine Mauer, wird jetzt auch gerade eine Mauer aufgebaut. Die Polizei hat das genehmigt, wohl zum Protest. Wie man sieht, auch da jetzt wieder jemand direkt davor. Jetzt ein zweiter Mann irgendwie da mit den Fingern da an dem Spalt. Da wird mir ja ganz schlecht bei. Ohne Handschuhe, ohne Sicherheitshelm, ohne irgendwas. Das ist mal mit dieser Aufnahmen. Gehen mit freundlichen Grüßen mal an die Berufsgenossenschaft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, der Mann steht da gebückt über dem Ding. Das Mauersegment hebt und senkt sich. Der hat Isapult da mit seinen Fingern rum. Ich glaube das überhaupt nicht. Ohne Helm, ohne, also das ist unglaublich. Auch der Verkehr fährt weiter. Man sieht gerade noch einen Radfahrer da vorbeifahren. Ja, das wird jetzt immer so ein Stückchen angehoben und wieder gesenkt, das Mauerstück. Wahrscheinlich wird das so auf die Art und Weise erstmal freigerüttelt. Ah ja, jetzt hebt es sich schon so gut seine 10, 20 Zentimeter vom Boden ab, sieht man. Ja, und der Mann davor trägt eine Arbeitssicherheitsmütze. Streambeam for Global Change, supported by Custer TV, hier live von der East Side Gallery in Berlin. Ja, hier wird ein Stück Kultur gerade aus der East Side Gallery herausgebrochen, um den Weg frei zu machen für die Bauarbeiten eines Hochhauses mit Luxus-Apartment und allen Pipapo, Shopping Center, eine Mall, alles was dazugehört. Hier in diesen netten Kiez hineingepflanzt. Es ist jetzt der dritte Versuch, wo versucht wird, dieses Stückchen Mauer herauszubrechen. Ja, sie scheinen recht ratlos, weil da tut sich nicht viel mehr. Ja, vielleicht war der Schnitt nicht ganz senkrecht, sondern so ein bisschen schief und dann wird es eh nicht.
mal ranlassen sollen, dann wäre das schneller gewesen. Ich war denn. Ja, und wie ihr seht, der Verkehr läuft einfach weiter da. Aber der Pressevertreter ist bestimmt auch wieder am Diskutieren mit dem Polizisten, wird da auch weggeschickt. Man sieht da gerade, jetzt wird er überholt, der Laster überholt den. Es läuft hier quasi in mehreren Spuren der Verkehr hier trotzdem weiter. Selbst die Fahrradspur ist nicht abgesperrt oder abgesichert. Es kommen immer mehr Autos hier jetzt vorbei. Während da versucht wird, das Segment aus der Mauer herauszubrechen. Mauern einreißen kann hier aber besser. Ja, auch die Polizisten davor haben wahrscheinlich Sicherheitsmützen auf, also einem Helm gleich. Okay, fahr weiter. Hui! Hallo!